Wer kennt sie nicht? Hübsche Weihnachtspyramiden, die auf einem Tisch stehen und sich langsam um sich selbst drehen. Sebastian Hollatz aus Wismar baut Weihnachtspyramiden. Aber das Besondere bei ihm ist, die Pyramiden hängen von der Decke. Der gelernte Bootsbauer baut bereits im zweiten Jahr die individuellen Hängepyramiden. Ende September beginnt Sebastian Hollatz und verwendet ausschließlich regionales und heimisches Holz für seine Pyramiden. Die Basis ist im Prinzip das Mittelstück immer, das halt an dem halt ja alles befestigt ist. Das muss als erstes gedrechselt werden. Dann werden die Bögen außenrum angefertigt. Und dann gucke ich immer, was passt holzmäßig gut zusammen, weil ich baue jede Pyramide unterschiedlich. Es gibt keine, die doppelt ist, sind alles Unikate. Gucke ich, was holztechnisch gut zusammenpasst. Und dann entsteht quasi dieser Korpus. Und dann kommt als letztes im Prinzip die Plattform drauf. Mit den Lichtertüllen dann. Und gut, die Flügel müssen dann natürlich auch noch gebaut werden, die ganz normal rangesteckt sind, wie bei jeder anderen Pyramide auch. Die Preise dieser Unikate liegen zwischen 260 und 320 Euro. Letztes Jahr verkaufte Sebastian Hollatz seine Hängepyramiden noch auf Kunsthandwerken. Dieses Jahr musste er sie von zu Hause aus verkaufen. Aktuell hängen in seiner Diele noch 8 Stück, die er zum Kauf anbietet.